Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Heroes of Might and Magic 3 in der HD Edition. Auf geht's zur hoffentlich letzten Runde in diesem Szenario. Das müsste die 22 minus 1 sein. Laden. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten das Problem, dass er hier irgendwo unterwegs ist, genau, sich noch jede Menge Angriff und sowas holt. Das können wir aber auch, ne? Super. Und dann holen wir uns hintenrum die Festung, während er ziemliche Probleme bekommen wird, wenn er auf sie trifft. Denn sie hat ja ein paar Fernkämpfer. Und ist in der Festung. Das bedeutet, er kommt ja mit seinen Skeletten gar nicht so gut durch. Eventuell können wir dann also einen Nachhut in Form von ihr erstellen. Du solltest allerdings runterreiten, um die andere Festung zu sichern. Gut. Du brachtest ihr neue Leute. Zumindest solltest du ihr die bringen. Wir können hier nichts machen. Wir können höchstens ausbauen. Aufgerüstet, nein. Wenn denn überhaupt erstmal irgendwas Neues, damit wir auch mal Leute rekrutieren können. Gut. Ja, ja, wir müssen warten. Wir müssen den Tag irgendwie vergehen lassen. Edric, du reitest ihr mal bitte hinterher, um die Schwertkämpfer aufzustufen, obwohl brauchst du nicht. Ja, Caitlin, das wird ein harter Kampf. In Kürze. Jetzt hat er alles vernebelt. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Hier oben muss die Festung sein. Du gehst nicht rein. Aber du in deine Festung. Gut, hier können wir durchlaufen. Dann ist der Weg auch schmaler. Dann hat sie da nicht allzu viel zu rennen. Und du kannst jetzt in die Festung zurück. Ab nach oben. Irgendeiner ist nach rechts geritten. Ich sehe nicht mehr wo. Ist alles zu hier, alles dicht. Das heißt, du reitest mal bitte nach oben und guckst mal nach. Hier kommt keiner, das ist gut. Edric, du reitest mit runter. Caitlin wartet in der Festung. Da ist er nämlich schon. Nimbus, hol dir die Festung, die nur von Skeletten bewacht wird. Um ehrlich zu sein, ein einzelnes. Weg sind die Liche. Tja, das ging schnell. Okay, auf die Skelette, dann ist Ruhe. Meisterhaft Nekromantie oder einfach Intelligenz? Mehr Zauberpunkte oder mehr Skelette? Wir werden eh nicht überleben. Okay, er hat ein Schloss, das ist gut für uns. Dann haut er sich selbst noch ein paar Leute weg. Aber wie kriegen wir ihn jetzt aufgehalten? Nicht durch die Halle der Finsternis. Ich werde hier nichts bauen. Er wird sich gleich das Schloss holen und Nimbus wird sterben. Aber wir haben wenigstens wieder ein bisschen mehr Zeit gewonnen. Wo ist der andere hin? Da. Ach, das war der mit den wenigen Skeletten. Den kann sie ja sogar vernichten. Wenn sie denn wollen würde. Okay. Wir haben bisher jede Festung von ihm. Das sieht gut aus. Das heißt, wir müssten uns unten bloß mit 9 Leuten ausstatten. Um dann einmal nach oben zu reiten und ihn zu vernichten. Wisst ihr, was wir machen? Wir holen uns jetzt einen neuen Menschen. Da. Den Zauberer. Um von hier aus auch gleich nochmal neue Leute hochzuschicken. Was wir nicht können. Ah, wir müssen den Tag vergehen lassen. Gucken wir mal, was er macht. Er hat nämlich keine Festung mehr.
124, die haben sich alle ihm angeschlossen. Aber er kann schon mal nicht zaubern. Das ist sehr gut. Jetzt muss er erstmal durch die Mauern durchpreschen. Wir können währenddessen auf alle anderen schießen. Ja, ist gefährlich, ne? So ein blöder Titanmann. Kommt ruhig näher. Du wirst mal eben ganz viele Leute verlieren. Dafür werde ich sorgen. Sehr gut. Theoretisch hättet ihr auf die da oben gehen müssen. Er hat gut viele Lebenspunkte. Ja, ja, nimm mir mal die Zauberpunkte weg. Ist nicht schlimm. Der ist schon mal weg. Okay, Schlossmauern weiter bitte. Gut, wieder Geister weniger. Oben ist die Mauer weg. Zehn Skelette weniger. Auf die Geister. Was wollt ihr denn von meinen guten kleinen Vampiren? Die machen noch nichts. Das wird nichts. Aber es werden dann schon mal 10, 12 weniger. Oder 39 weniger. 96 sind gestorben. Gehen wir nach unten, dass das Skelett dich nicht gleich kriegt. Sehr gut. Zwei Vampire wieder tot. Die Geister müssen weg. Wen gehen wir denn jetzt? Ihr seid noch drei. Greif mal bitte den Vampir an. Ja, sehr gut. Haut die Skelette weg. Die sind eigentlich das Schlimmste hier am Ganzen. Die sind schon weg. Ist nur noch einer, ne? Vier noch, einer. Gut. Oh, das Schloss leistet hervorragende Arbeit. Das kann ich nicht anders sagen. Geh mal bitte da oben hin. Du bist Kanonenfutter. Du wartest hier unten. Und die gehen auf die Zombies, das war klar. Weiter auf die Skelette. Ja. So kommt der Zombie schon mal nicht runter und wir können uns weiter um die Skelette kümmern. Sehr gut. Eine Kreatur stirbt, das war definitiv ein Geist. Gehen wir von unten auf die. Sehr schön. Abwarten. Oh, wir hauen ihm hier fast die komplette Armee weg. Das ist genial. Gott, jetzt hat es ihn endgültig erwischt. Aber hallo? Haben wir es geschafft oder was? Guckt euch das an. 239 Skelette. Ah nee, doch, von ihm. Sind gestorben. Das sind unsere Leute. 140 Grad mal, aber wir hatten ja auch einen Titanmann. Gut gemacht, gut gemacht. Jetzt traue ich mich auch den Rest endlich hinzubekommen. Okay, wir warten hier auf die nächste Woche. Irgendwo war hier einer unterwegs und
ist wieder weg, glaube ich. Ja, da hinten ist er hin. Caitlin, du kannst aus der Festung raus. Und mit diesen Leuten dich auch trauen, irgendjemanden anzugreifen. Kriegst noch ein paar mehr Leute dazu. 24 Zwerge, ja, sind besser als die. 14 und ein paar Pegasi. Edric, du wirst hierhin die Leute aufstufen. Du kannst dich oben weiter umsehen. Ach, weiter kannst du nicht. Gut. Du wartest. Wir müssen neue Leute rekrutieren und jetzt haben wir das Geld, weißt du, weil wir eine Woche ausgesetzt haben und können die ganze Zeit nicht rekrutieren. Es ist doch zum Heulen. Unsere Totenbeschwörerin, die ist doch fast da. Die könnte ihn vernichten, wenn sie wollte. Er hat ja ein paar Geister. Ach komm, wir gehen zurück in die Festung, rekrutieren dort neue Leute und dann ist das schon in Ordnung. Jetzt kommt er zu unserem Magier runter. Da geht's natürlich auch lang. Gut, dass wir das freigeschaltet haben. Wir bleiben erstmal unten. Du kannst zurück nach Hause. Du wartest auf die nächste Woche. Unsere Totenbeschwörerin kommt nicht pünktlich hin, also müssen wir einen neuen rekrutieren. Das ist nicht schlimm. Einmal den löschen, rauskommen, ihn töten. Als wenn er nur darauf gewartet hat, kaputt gemacht zu werden. Können wir irgendwas zaubern? Ich glaube nicht. Doch, aber wir haben keinen Zauberspruch. Gut, schon mal zwei Geister weniger. Gib auf und verschwinde. Na, meine ich doch. Olaklavius. Muss ich mir um den schon mal keine Sorgen mehr machen.